Lebendige Winterstimmung in der Duft- und Wandelgärtnerei Bergendumme Schöbel. Hier in der Zeder ist einmal weihnachtliche Dekoration dekoriert. Aber gehen wir einfach hinaus in den Gehölzeinschlag. Alles schön eingekuschelt ist. Ob Obst oder Gehölze. In einer großen Auswahl. Auch im Januar können Sie pflanzen. Jederzeit. Wir bekommen die Pflanzen raus. Ist der Boden offen, kann gepflanzt werden. Hier haben wir einen wunderschönen Tisch vorbereitet. Mit blühendem Schneeball. Jetzt schon im Januar bei uns. Der Viburnum Tinus. Christrose als Untermalung. Und schau an, die goldene Gans mit dem Rosmarin, hoffentlich nicht bald im Gänsetopf. Wow, hier eine schöne, wunderschöne rote Christrose. Schau an, Magic mit ihrem harten, marmorierten Blatt. Winterjasmin für die Mauer, einzeln hoch in Blüte. Zaubernüsse finden wir hier schon, rote, orange, gelbe. Unter Pflanzen kann man die Zaubernüsse wunderbar mit Wildalpenveilchen Kohm, Zyklamen Kohm genannt. Auch im Fruchtstand sehr schön, die Abeja, die so wunderlange blüht. Und kaum zu glauben, das feuerrote ist der Pseudo-Bambus. Die Nandina, auch immer grün, die immer wieder schön wechselt in ihrem Kleid als Wintergrüne. Dann kommen wir schon bald zum Frühjahr. Die Kornelkirsche blüht weitaus früher, bevor die Vorsitzie kommt. Auch die Zweige sind sehr schön zum Antreiben. Ein paar Zaubernüsse noch. Und schauen wir nochmal zurück zu den Zaubernüssen. In Sachen, die auch wintergrün sind. Die wunderschönen Leucothee mit ihren immer wieder verschiedenen Blattformationen, Blattfarben. Die Skimmien als Morbidpflanzen, die dann im März blühen. Schöne Winterstruktur, immer wieder wechselnd im Kleidchen. Na, wäre das nicht was, auf einen Besuch zu kommen in die Gärtnerei Schöbel, der Duft- und Wandelgärtnerei in Bergendumme, jederzeit offen. Bis bald, tschüss.